diesem und in den nächsten Videos wird es um die Integralrechnung gehen. Wir haben gesehen, dass wir uns in der Differentialrechnung mit dem Steigungsverhalten von Funktionen beschäftigt haben. Das heißt, wir haben für Funktionen eine Methode ermittelt, mit der wir zum einen durchschnittliche Steigungen in bestimmten Bereichen ermitteln konnten, mithilfe der Sekantensteigung, und zum anderen mithilfe des Differentialquotienten Steigungen in einzelnen Punkten ermitteln konnten. Der Differentialquotient hat uns dann noch zur Ableitungsfunktion geführt, die eine Verallgemeinerung des Steigungsverhaltens in einem Punkt erlaubt. Das heißt, in Abhängigkeit der x-Werte Steigungen der Funktionen in bestimmten Punkten zu ermitteln. Bei der Integralrechnung nun geht es nicht mehr darum, Steigungen von Funktionen zu ermitteln, sondern Flächen unter Funktionen. Das heißt, wenn wir eine Funktion haben, würde uns interessieren, welche Fläche hat die Funktion in einem bestimmten Intervall. Also welche Fläche liegt zwischen der x-Achse und dem Graph unserer Funktion in einem bestimmten Intervall. Hier stehen wir nun vor einem ähnlichen Problem wie bei der Differentialrechnung. Während sich die Fläche unter einer Geraden noch relativ einfach ermitteln lässt, ist es schwierig, die Fläche unter einer Kurve zu berechnen. Wenn man sich das mal anschaut, die Fläche unter einer Geraden lässt sich relativ leicht zergliedern. Also hier hat man irgendeine Gerade und uns interessiert die Fläche unter der Geraden, also zwischen der Geraden und der x-Achse in diesem Bereich. Die lässt sich nun relativ einfach ermitteln, indem man sich überlegt, welche zwei einfachen geometrischen Formen man hier drin hat. Zum einen ist das dieses Rechteck und es ist hier ein Dreieck. Also hier wäre der Punkt x1 und hier wäre der Punkt x2. Und hier hätte man den Punkt y2, der gehört zum x1-Wert, und hier hätte man zum x2-Wert, und hier hätte man den Punkt y1. Ach, Entschuldigung, der hier ist natürlich y1 und das hier ist y2. Und die Fläche von diesem Rechteck hier wäre jetzt nichts anderes als die Strecke zwischen meinen beiden x-Werten. Das wäre Delta x, also die Fläche des Rechtecks ist Delta x mal y1, oder ich schreibe es mal wirklich als Differenz, x2 minus x1 mal diese Strecke hier. Und diese Strecke ist ja nichts anderes als y1 mal y1. Das wäre die Fläche des Rechtecks. Und die Fläche des Dreiecks lässt sich auch relativ leicht bestimmen, sogar ohne irgendwie die Höhe hier zu wissen. Das ist nämlich genau die Hälfte von diesem Rechteck. Ich kann hier ein Rechteck reinzeichnen und die Fläche des Dreiecks wird genau die Hälfte von diesem Rechteck sein. Das heißt, die Fläche von dem Dreieck ist 1/2 mal, und hier die Fläche von dem Rechteck wird ja nichts anderes sein als wieder mein Delta x, also x2 minus x1, mal y2 minus y1, mal diese Strecke. Und diese Strecke ist y2 minus y1. Das heißt, wenn ich meine beiden x-Werte habe und meine beiden y-Werte, beziehungsweise meine beiden x-Werte und die Funktion meiner Geraden, dann kann ich auch die Fläche zwischen meiner Geraden und der x-Achse in einem bestimmten Bereich bestimmen, indem ich diese beiden Flächen bestimme und die dann addiere. Also die Gesamtfläche ist die Fläche des Rechtecks plus die Fläche des Dreiecks. Nicht so einfach funktioniert es jetzt bei einer nichtlinearen Funktion. Also wenn man irgendeinen nichtlinearen Kurvenverlauf hat und hier zwischen diesem x-Wert und diesem x-Wert die Fläche
zwischen der Kurve und der x-Achse berechnen will, dann geht das nicht mehr einfach, indem man eine geometrische Form reinlegt, weil hier keine Gerade ist, sondern eine Kurve. Das heißt, das hier oben wird nie einfach ein Dreieck werden. Nichtsdestotrotz kann ich dieses Ding annähern. Im einfachsten Fall nähere ich das einfach als ein Quadrat, als ein Rechteck an, zum Beispiel das hier. Die Fläche dieses Rechtecks wird jetzt aber definitiv kleiner sein als die Fläche meines gesamten Bereichs unter der Kurve. Oder ich könnte sagen, ich nehme hier ein großes Rechteck. Die Fläche von dem Rechteck wird aber zu groß sein im Vergleich zur Fläche unter meiner Kurve. Die Fläche unter meiner Kurve wird also irgendwas zwischen diesem großen Wert, ich mache den mal blau, also zwischen dem Wert und dem kleinen Wert, den mache ich mal grün, das wäre der Wert hier sein. Jetzt kann man sich überlegen, wie kriegt man das genauer hin? Genauer kriegt man das hin, indem man das Ganze nicht nur einmal annähert, sondern mehrfach annähert. Das heißt, ich habe hier meine Fläche unter der Kurve und die Fläche unter der Kurve unterteile ich jetzt in zwei Abschnitte. Also ich mache hier einfach zwei Teile draus und kann dann auch wieder diesen ersten Teil bestimmen und den zweiten Teil bestimmen. Also meine Rechtecke unter die Kurve legen. Dann werde ich einen Fehler machen, weil ich meine Fläche unterschätze. Also mir fehlt dieser Bereich und dieser Bereich. Aber der wird schon kleiner sein als das, was wir vorhin hatten. Vorhin hatten wir ja diesen ganzen Bereich als Fehler. Also das hat uns vorher gefehlt. Jetzt kommt dieses Stückchen hier, was blau ist, dazu. Und wir haben nur noch den Fehler und den Fehler. Und das Gleiche kann ich jetzt wieder nicht nur einmal machen, sondern zweimal. Ich kann die Quadrate entweder drunter lassen, die Rechtecke unter der Kurve lassen, damit unterschätze ich meine Fläche, oder ich nehme die Rechtecke über die Kurve hinaus. Ich mache das wieder grün und damit überschätze ich meine Fläche. Also da habe ich dann diese Stücke hier, die eigentlich nicht mehr unter der Kurve liegen. Und dieses Vorgehen kann ich jetzt immer wieder wiederholen. Das heißt, ich nehme anstatt zwei Unterteilungen, nehme ich drei Unterteilungen oder noch mehr. Das heißt, ich mache das Ganze mal so. Ich unterteile das immer in gleich große Streifen und kann dann immer die sogenannte Untersumme bilden. Und Sie sehen, der Fehler wird jetzt immer kleiner, je mehr Streifen ich wähle. Die Untersumme wird aber nichtsdestotrotz immer ein Tick zu klein sein. Und die Obersumme also wenn ich meine Rechtecke über meine Kurve hinausgehen lasse, die wird immer ein Tick zu groß sein. Und die Wahrheit wird irgendwo zwischen diesen beiden Werten liegen. Hier ist das Ganze jetzt mal in GeoGebra dargestellt. Was ich wissen will, ist für diese Funktion die Fläche unter der Kurve im Bereich von diesem Punkt A bis zu diesem Punkt B. Hier ist jetzt näherungsweise die Fläche berechnet als die Summe dieser beiden Quadrate. Das wäre die sogenannte Untersumme. Und die Anzahl meiner Rechtecke, ich sage immer Quadrate anstatt Rechtecke, Entschuldigung, die Anzahl dieser Rechtecke kann man immer mehr vergrößern und man wird sehen, dass die aufsummierten Flächen dieser Rechtecke dann sich immer mehr erhöhen, aber nie über einen bestimmten Wert hinausgehen. Also man sieht, wenn man hier die Anzahl der Rechtecke gleich 1 setzt, kommt eine Untersumme raus von 0,84. Quadrat, was weiß ich was, also eine Fläche. Und das kann man jetzt raufschrauben und man wird sehen, die Fläche geht immer mehr nach oben. Jetzt bei 20, bei n gleich 20, also 20 Streifen, wird die Untersumme knapp 6. Und dann geht man immer noch weiter rauf. Die steigt immer noch, aber wird immer langsamer steigen. Bei n gleich 40 ist die Untersumme dann 5,72
Und wenn man noch weiter rauf geht, geht es auf 5,75 und so weiter. Das heißt, mit der Untersumme komme ich, wenn ich die Anzahl der Rechtecke immer vergrößere, schon immer näher an meine Fläche unter der Kurve ran. Gleiches kann man auch für die Obersumme machen. Also hier überschätze ich jetzt die Fläche unter meiner Kurve, kann aber auch wieder mit diesem Wert immer weiter raufgehen. Und jetzt sehen Sie, der Wert fällt immer mehr, der wird immer kleiner, fällt jetzt dann auch unter 6 und ist jetzt irgendwo, na, fällt gar nicht mehr, bis N50 fällt er nicht mal mehr unter 6. Was man jetzt machen kann, ist, man kann sich auch die Differenz von Ober- und Untersumme anschauen. Hier hat man jetzt N gleich 1, das heißt, ich habe eine große Obersumme, die ist viel zu groß, und ich habe eine Untersumme, die ist viel zu klein. Und man kann sich an, also hier sehen Sie, die Obersumme ist bei 13, die Untersumme bei 0,84. Die liegen beide ziemlich weit daneben. Die Differenz aus diesen beiden kann man sich nun betrachten. Die ist in dem Fall jetzt 12,6. Wenn man die Anzahl unserer Streifen immer mehr erhöht, sieht man, dass die Differenz der Ober- und Untersumme immer geringer wird. Bei n gleich 20 ist sie 0,63 und die geht immer weiter runter. Das heißt, Ober- und Untersumme nähern sich immer mehr einander an. Und was man eigentlich jetzt will, ist, man will die Anzahl der Streifen immer mehr erhöhen und damit gegen unendlich gehen lassen. Das heißt, es ist ein ähnlicher Ansatz wie bei der Differentialrechnung. Bei der Differentialrechnung hatten wir den Abstand zweier Punkte auf dem Graphen gegen 0 gehen lassen und damit am Ende die Steigung in einem Punkt berechnet. Hier werden wir jetzt die Anzahl der Streifen, in die wir unsere Fläche unter der Kurve unterteilen, gegen unendlich gehen lassen, und dieser Grenzwert wird sich dann einem bestimmten Wert annähern. Die Differenz der beiden Summen, der Ober- und der Untersumme, wird gegen 0 gehen, und sowohl Obersumme als auch Untersumme werden sich dem gleichen Wert annähern. Versuchen wir das Ganze nochmal mathematisch zu formulieren. Also was ich im Endeffekt mache, ist, ich will die Fläche unter der Kurve und der x-Achse zwischen einem Punkt x1 und einem Punkt x2 annähern. Die Differenz zwischen diesen beiden x-Werten kann ich als Delta x bezeichnen. Und die Differenz der y-Werte als Delta y. Das brauchen wir in dem Fall aber eigentlich gar nicht, deshalb lasse ich das jetzt mal weg. Das hier wäre der Funktionswert an der Stelle x, 1, und das hier wäre der Funktionswert an der Stelle x, 2. Und ich kann nun eben versuchen, die Fläche unter dieser Kurve als eine Anzahl von Rechtecken aufzufassen. Hier in dem Fall nur ein Rechteck, also n gleich 1. Und für n gleich 1 wird die Fläche sein, diesen Delta x-Wert mal meinen Funktionswert an der Stelle 1. Also diese Strecke mal diese Strecke ergibt diese Fläche. Also f, der Funktionswert an der Stelle x1, mal Delta x. Für n gleich 2 wird das Ganze ein bisschen besser von der Näherung her. Also ich teile einfach meine Strecke zwischen x1 und x2 in zwei gleich große Teilstücke und bekomme dann dieses Rechteck und dieses Rechteck. Und diese Stelle hier zwischen den beiden Rechtecken wird sein x1 plus dieses Stück. Und dieses Stück ist gleich diesem Stück. Und jedes dieser Stücke ist so groß wie die ganze Strecke geteilt durch die Anzahl der Stücke. Das heißt, dieses Teil hier ist Delta x durch n. Und dieses Teil hier ist auch Delta x durch n. Und dann ist dieser Punkt Delta x, x1, Entschuldigung,
x1 plus Delta x durch n, weil ja diese Strecke gleich Delta x plus 1, Delta x durch n ist, dann ist dieser Punkt x1 plus diese Strecke und diese Strecke ist Delta x durch n. Das heißt, für n gleich 2 wird die Fläche sein diese Strecke, also Delta x durch n, mal diese Strecke, und diese Strecke ist der Funktionswert, also hier dann 2, Entschuldigung, und das hier ist ja wieder der Funktionswert an der Stelle x1. Das ist der Funktionswert an der Stelle x1 plus, also ich habe jetzt dieses Quadrat, das war jetzt die Fläche Rechtecks, das war jetzt die Fläche dieses Rechtecks, und dazu addieren wollen wir die Fläche dieses Rechtecks. Und die Fläche dieses Rechtecks ist wieder Delta x durch n, also Delta x halbe in dem Fall, mal diese Strecke. Und diese Strecke ist der Funktionswert an der Stelle x1 plus Delta x durch n. Also hier der Funktionswert an der Stelle, diese Stelle ist x1 plus Delta x durch n, und der Funktionswert an dieser Stelle ist diese Strecke mal der Funktionswert an der Stelle x1 plus Delta x durch n. Und so kann man das jetzt weiterführen. Also für n gleich 3 wird jetzt die Strecke zwischen den x-Werten gedrittelt und der Funktionswert an der Stelle x1 plus Delta x durch 3 gebildet. Und dann nochmal der Funktionswert an der Stelle x1 plus 2 mal Delta x plus n. Das kann man uns hier auch nochmal veranschaulichen. Das heißt, wenn wir das ganze Ding dritteln, mal schauen, ob ich das hinkriege, einigermaßen gut zu dritteln. 3, so ungefähr und so ungefähr. Und dann haben wir für jeden dieser Teilabschnitte, ich mache die mal weg, das ist wieder Delta x, jetzt Drittel. Der hier ist auch Delta x Drittel. Das heißt, ich habe diese drei Teilabschnitte und diese nehmen wir Delta x Drittel. Und dann dieser Punkt ist nach wie vor x1 und dieser Punkt ist jetzt, also dieser x-Wert ist x1 plus Delta x Drittel und dieser Punkt ist x1 plus 2 Delta x Drittel. Jetzt wird es eng. Machen wir mal so. Also x1, das hier ist x1 plus Delta x Drittel, das hier ist x1 plus 2 Delta x Drittel. Und das hier ist x1 plus 3 Delta x Drittel. Das heißt, ich kann jeden dieser Punkte ausdrücken als x1 plus einen bestimmten Wert. Und dieser Wert wird immer sein Delta x Drittel. Also hier plus 1 Delta x Drittel, der Abschnitt hier ist plus 2 Delta x Drittel und der Abschnitt hier ist plus 3 Delta x Drittel. Und die Fläche wird jetzt sein, die Fläche dieser drei Rechtecke aufsummiert, dieses Rechteck plus dieses Rechteck plus dieses Rechteck, und die Fläche dieses Rechtecks wird sein der Funktionswert an der Stelle x1, das wäre dann diese Strecke, mal Delta x Drittel. Die Fläche von diesem Rechteck wird sein der Funktionswert an der Stelle x1 plus Delta x Drittel mal Delta x Drittel mal diese Strecke. Und die Fläche von diesem Rechteck wird sein der Funktionswert an dieser Stelle, und der Funktionswert an dieser x-Stelle
ist nichts anderes als der Funktionswert an der Stelle x1 plus 2 Delta x Drittel mal Delta x Drittel, also mal wieder dieses Stück hier. Diese Stücke sind immer Delta x Drittel. Es gibt viele verschiedene Weisen, wie man das jetzt schreiben kann. Man kann auch diese Strecke hier nicht als Delta x ausdrücken, sondern als h. Dann wäre es halt eben hier, das wäre x1 plus plus h Drittel. Oder ich kann auch sagen, der Abstand zwischen, also die Breite meiner Streifen ist h. Das findet man auch hin und wieder in der Erklärung. Das sind alles nur Varianten von dem, was ich Ihnen gerade dargeboten habe. Ändert im Endeffekt nichts daran, dass man immer die Summe von den Flächen mehrerer Rechtecke bildet. Und je mehr Rechtecke das sind, desto mehr nähert sich die Summe der Fläche der Rechtecke der eigentlichen Fläche unter der Kurve an. Also desto näher geht der Wert gegen diese Fläche. Das heißt, was ich im Endeffekt machen will, ist, ich will dieses n gegen unendlich gehen lassen. Also auch wieder eine Grenzwertbildung, ähnlich wie beim Differentialquotienten.